Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist für mich eine große Freude, heute hier zu sein und mit Ihnen diese Messe feiern zu dürfen und Ihrer Messe vorstehen zu dürfen. Das Evangelium von heute ist ganz wunderbar. Es spricht von Kommunikation. Und das ist etwas, obwohl wir Coaching darüber haben und alles Mögliche, was wir gar nicht so gut können. Als Christen müssen wir ja wissen, dass Kommunikation angelegt ist in der heiligen Dreifaltigkeit. Die Kommunikation zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Und wir haben das im Halleluja-Vers gehört. Christus verkündet das, was er vom Vater gesehen und gehört hat. Und dann trifft er in der Synagoge auf einen Stummen. Das ist etwas ganz Fürchterliches. Man kann sich fast nicht ausdrücken, weil auch alle Gesten helfen nicht, den Mangel an Sprache zu beheben. Und dieser Stumme wird geheilt. Er kann wieder reden. Er kann wieder gut reden. Er kann Gott loben und er kann Zeuge sein für das, was Gott, was Christus an ihm getan hat. Manchmal kommt mir so vor, als ob unsere Kirche mit Stummen gefüllt sind. Da wird zwar viel geredet, aber wenig gesagt, wenig gut gesprochen. Wirklich sprechen über Gott, was wir an Gott, von Gott erlebt haben, und das mitzuteilen den anderen, den Schwestern und den Brüdern. Und da sind wir dann schon sozusagen im Herzen, im Zentrum von dem, was Synodalität ist. Wir sprechen miteinander. Wir sind im Dialog miteinander. Und wir können es sein, weil wir wissen, dass Gott zu uns spricht, in Jesus Christus. Dass wir mit diesem Gott Kontakt haben. Und zu einem Sprechen gehört ja auch ein Zuhören. Monologe kennen wir. Da gibt es viele in unserer Gesellschaft. Ist so ähnlich, wenn ein Politiker eine Frage gestellt bekommt und er hat schon eine Antwort vorbereitet, die aber gar nichts mit der Frage zu tun hat, die aber sehr lange, sehr kompliziert, sehr kompetent erscheint, dann geschehen Monologe. Und wir müssen schauen, dass die Kommunikation in der Kirche nicht von Monologen bestimmt ist. Wie ist der Stumme mit der Heilung umgegangen? Es steht nicht im Evangelium von heute. Wir können uns ja mal fragen, was hat er gesagt? Wahrscheinlich hat er nicht angefangen, einen Monolog zu halten. Das, was er schon immer sagen wollte und nie die Gelegenheit dazu hatte. Und jetzt müssen die anderen ihm mal so richtig zuhören. Oder er hat sich auch nicht die ganze Zeit beklagt, nehme ich an, wie schlecht es ihm ergangen ist.
Er hat nicht lamentiert, glaube ich, sondern er war einfach froh, mit anderen sprechen zu können. Er war wieder froh, Dialog zu haben. Und wir brauchen diesen Dialog in der Kirche. Wir brauchen diesen Dialog. Es gibt so viele Monologe. Und die neuen Medien, das Internet fördert ja die Monologe. Man trifft sich in Gruppen, in Chatgruppen und so weiter, wo größtenteils nur die Leute zusammen sind, die derselben Meinung sind. Und dann kann man so richtig schön seine Meinung schreiben und findet dann auch den höchsten Beifall darüber. Manchmal kommen dann Gegenargumente und dann wird scharf geschossen. Auch nicht gerade die beste Form des Dialogs. Und man sieht ja auch, dass das Zeichen, das Christus an dem Stummen vollbracht hat, sozusagen eine Reaktion hervorbringt, die gar nicht so schön ist. Jetzt wird Christus dann sozusagen angeklagt, er hätte im Namen Beelzebuls den Dämonen ausgetrieben. Muss ja mal darauf kommen. Aber was wir in so manchen Chatgruppen im Internet sehen, ist von derselben Qualität. Wo so schnell falsch angeklagt wird. Wenn wir nicht mehr zuhören. Die Synode muss uns wieder zum Meistern der Kommunikation machen, des Zuhörens und des Sprechens, damit wir durch unsere Dialoge sozusagen das Reich Gottes aufbauen, damit wir verkünden können, was Christus an uns gewirkt hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir so viel über die Kirche sprechen, und Gott ganz vergessen und das Reich Gottes und die Mission, die er uns gegeben hat. Wir brauchen eine neue Art von Hirten. Und wir alle, Kardinäle, Bischöfe, Priester, Diakone, wir brauchen das, was der Papst eine synodale Bekehrung nennt. Das heißt zuallererst ein Herz, das zuhört. Nicht nur Ohren, die haben wir. Aber zuhören mit dem Herzen. Den anderen verstehen. Empathie haben. Mitleiden. Ja, irgendwo in der Nachfolge Christi zu stehen beim Zuhören. Weil ja Christus die Leute sieht wie Schafe ohne Hirten. Christus erkennt, was uns fehlt, an was es uns mangelt. Er kennt die Leere unserer Herzen. Und er verurteilt uns nicht, sondern er trägt Sorge für uns. Sorge tragen für die Menschen. Sorge tragen für die Menschen der Kirche. Und das ist nicht nur die Aufgabe der Bischöfe, der Priester und der Diakone. Wir müssen füreinander Sorge tragen. Wir sind hineingerufen in die Nachfolge Christi durch unsere Taufe. Und in dieser Nachfolge Christi sind wir alle Lämmer und alle Hirten. Ja, ich bin der Hüter meines Bruders, meiner Schwester. Das kann ich nicht aufgeben. Und deshalb höre ich zu.
Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Sonst wären wir ja sowas wie ein Chamäleon. Ne? Wenn man verschiedenen Leuten zuhört, ändert man die ganze Zeit die Meinung. Aber nicht einer Meinung sein, heißt nicht, dass man nicht eines Herzens sein kann. Ein Herz sein, da sind wir in der Kirche dazu aufgerufen. Das Thema der Synode ist ja Synodalität und dann die deutsche Übersetzung sagt Gemeinschaft, das Lateinische sagt Communio, was mehr ist als Gemeinschaft. Und was sich bezieht, wieder, wie ich am Anfang die heilige Dreifaltigkeit zitiert habe, auf den dreifaltigen Gott, was sich auch in der Sakramentalität der Kirche zeigt, wo wir ja in Communio sind, in tiefer Verbundenheit sind mit Gott und zueinander. Weil wenn wir den Leib Christi empfangen, ist das zwar eine persönlich tiefe Begegnung mit Gott, mit Christus, dem Erlöser, aber gleichzeitig werden wir alle zum Leib Christi konstituiert, als Kirche. Wir haben etwas den Begriff der Kirche verloren. Wir sehen da nur noch so eine Versammlung, wo man ja diskutiert, sich differenziert, auseinanderdifferenziert sehr oft. Und wir müssen diese Communio wiederfinden. Die wird uns aber geschenkt. Die können wir nicht selbst erarbeiten. Und dafür brauchen wir das Gebet und die Leitung des Heiligen Geistes. Das Volk Israel ging 40 Jahre durch die Wüste. Gut, da haben wir noch Zeit. Aber sie waren geleitet. Sonst wären sie noch heute dort. Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten. Können wir den Heiligen Geist in unserer Realität, in unserer Welt merken? Können wir fühlen, dass der Geist Gottes auch in unserer Zeit wirkt? Dass der Geist Gottes in der Kirche wirkt, aber auch außerhalb? Überall da, wo Gutes getan wird, wo Gerechtigkeit getan wird, wo Diskriminierung zu einem Schimpfwort wird. Überall dort ist der Heilige Geist am Wirken. Wir brauchen in der Kirche die Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn wir dann von unserer Stummheit geheilt werden, wenn wir dann wieder sprechen können, kommunizieren können, dann wird der Heilige Geist uns die Wörter eingeben, die gebraucht werden zum Aufbau der Kirche und zum Dienst an der Welt. Ich bin überzeugt, dass Gott und sein Geist am Wirken ist. Ich danke Ihnen, nicht nur, dass Sie mir zugehört haben, sondern auch, dass Sie das heilige Volk Gottes sind und dass die Erneuerung der Kirche durch Sie geschieht. Dankeschön. Amen.